Mir fehlt überhaupt nichts. Wirklich nicht. Aber was ihr macht, das ist dumm euch! Blöder, als ich meine! Ihr gehört in die Klappmühle! Von mir aus könnt ihr kaputt gehen, alle! Zu den ersten Notstandsmaßnahmen zählen die Einschränkung der Freizügigkeit und das Verbot des individuellen Verkehrs. Wir haben mit sofortiger Einweisung in eines der zentralen Gesundheitslager zu rechnen. Der Minister des Inneren betonte, wer das Gemeinwohl gefährde, könne nicht mit Rücksicht der Gemeinschaft rechnen. Nur der starke Wille aller könne eine wirksame Kraft sein. Machen Sie an den Zaunern! Ihr seid alle geimpft worden? Wer hat euch geimpft? Die Sanitäter, du wärst dann? Ihr seid von den Sanitätern geimpft worden? Ja, ich nicht! Ich bin auch da! Da kommt der Onkel Doktor mit dem schweren Geschütz. Das ist zwar keine Wunderwaffe, aber wir wollen es der Krankheit etwas schwerer machen, auszubrechen. Bin aber nicht. Wollen Sie das beweisen, liebes Kind? Niemand kann wissen, ob er gesund ist. Deswegen müssen wir alle behandeln. Wenn wir diese Schlacht gewinnen wollen, dann müssen wir alle mitmachen. Und da können wir niemanden brauchen, der quer schießt. Von Ihnen. Noch ist die Gefahr nicht gebannt. Sie alle müssen mithelfen, um auch die letzten Ungeimpften auszuhalten. Hallo, habt ihr schon gehört? Nein, die Krankheit ist vorbei. Die Posaunen hallen, die Werte der Gesellschaft fallen, die Gerechtigkeit zieht blank, die Gesunden sind jetzt krank. Jedes Kind ist erfreuliche Darum, Ruhe und Besonnenheit zu wagen. Nur wenn wir weiterhin Gefahr der Gefahr bedienen, wachsen dann die Aufrüstung unter Setzung, Instruktion und Anerkennung. Geschlossene Gesellschaft! In den letzten Welt. Sevilla! Wir gehen rosigen Zeiten entgegen. Die Krise hat mit einem Schlag den gordischen Knoten gelöst, der bis gestern die Leute mit liberalen Ansichten fürchte. Mitbestimmung, Umweltschutz, der ganze Quatsch, grenzenloses Wachstum. Paradies. Für uns Wissenschaftler kommt es nicht darauf an, irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, sondern die Ursachen der Krankheit zu finden. Und das wird uns auch gelingen, wenn man uns die nötigen Mittel bereitstellt. Aber irgendwelche Maßnahmen müssen doch ergriffen werden. Nur um zu beweisen, dass man irgendetwas tut. Alle Anzeichen deuten auf einen virulenten Erreger hin. Wir haben in den letzten Jahren laufend neue Erreger entdeckt. Deshalb widerspricht die Tatsache, dass wir noch keinen positiven Befund haben, meiner These nicht. Das beweist Ihre These aber auch nicht. Meine Herren, die Öffentlichkeit ist alarmiert. Sie verlangt nach sofortigen Maßnahmen, die Epidemie zu bekämpfen. Entschuldigen Sie, was wollen Sie denn bekämpfen, wenn Sie nicht wissen, was? Es ist nur bedingt richtig zu sagen, wir könnten gegen eine Krankheit nicht vorgehen, die wir nicht kennen. Ich schlage vor, der gesamten Hamburger Bevölkerung Breitbandvirostatika zu injizieren. Was Sie da sagen, ich finde das ungeheuerlich. Ungeheuerlich ist die Krankheit, Herr Kollege. Was ist das für eine Krankheit, wo die alle so eine Angst haben? Naja, wenn ich das wüsste. Stellen Sie sich mal vor, Sie nehmen eine Ratte, stecken die in einen viel zu engen Käfig, ernähren sie einseitig und da kühlen sie, die Ratte überlebt. Teller? Ja. Jetzt verengen Sie den Käfig der Ratte weiter. Senken die Temperatur weiter. Vergiften ihr Essen mit Metallverbindung, Blei, Quecksilber. Die Ratte stirbt immer noch nicht. Senf? Wir vergiften sie mit höheren Dosen. Wir setzen die Temperatur weiter herab. Wir zerstören den Tag- und Nachtrhythmus durch ständiges An- und Abschalten von grellem Licht. Stressen die Ratte zusätzlich durch einen hohen Dauerton. Und plötzlich ist die Ratte tot. Woran ist sie gestorben? Jetzt schmeckt mir die Wurst nicht mehr. Glauben Sie, dass die Krankheit ansteckend ist? Was heißt ansteckend?
Nicht nur Viren sind übertragbar. Auch Würmer, Radioaktivität. Auch ein Klima kann ansteckend sein. Gefühle, Leidenschaften. Aber hier gibt es doch Tote. Gefühle und Leidenschaften haben die Menschheit mehr Tote gekostet als die Pest. Was Sie angefasst haben, ist... Glauben Sie etwa, das hilft? Macht zusammen mit den Handschuhen 9,50 Mark. Das ist doch die reine Geldmacherei. Kommen Sie ran, kommen Sie ran, kommen Sie ran! Vielleicht werden wir die Ursache der Krankheit nie finden. Was ist überhaupt Krankheit? Die Angst vor der Krankheit, Folgen der Behandlung. Man müsste vielleicht ganz grundsätzlich... Sebastian. Sebastian, was ist mit dir? Für das Leid, für den Schmerz von Tausenden und Abertausenden, die ihre engsten Verwandten innerhalb von nur 11 Sekunden verloren haben... Das Wasser läuft nicht. ...gibt es keine Beschreibung. Seit 23 Jahren als Berichterstatter in aller Welt habe ich noch nie so etwas Erschütterndes gesehen... wie diese durch die Natur ausgelösten Schreckensbilder. Schon jetzt, 16 Stunden nach dem verheerenden Beben, liegt, durch die sengende Hitze bedingt, Verwesungsgeruch über der Stadt. Seuchengefahr droht. Erste Schätzungen sprechen von 80.000 bis 100.000 Toten. Damit dürfte dieses Beben zu den schwersten... Nur unter gewissen Voraussetzungen werden sie aktiv und erlangen die Herrschaft über unseren Körper. Der Zustand. In unserem heutigen Abendprogramm zeigen wir Ihnen unseren Zustand. Die unsichtbare Armee. Kommt es an. Wählen wir unsere schöne Stadt vor der Gefahr durch die Auflösung dieser Säule bewahren. Nein, 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 das ist alles wie. Ihr habt alles kaputt gemacht. Wie können wir alle sicher sein? Scheiß Presse. Nein, wir werden aber sauber in der Welt. Wie waren wir? Nein, nein, ich habe Angst. Ihr merke wie die Hunde. Nein, ich habe Angst. Diese Fälle haben wir auch als etwas kompletteren Schutz die zweiteiligen PVC-Schutzanzüge, die in Verbindung mit einer Gesichtsmaske zu tragen sind. Denn wie Sie wissen, können ja die Viren durch die Schleimhäute der Augen in unseren Körper gelangen. Aber was rede ich? Sprechen wir endlich von seriösen Dingen. Sie sind ja vom Fach. Einen kompletten Schutz von der Außenwelt bietet natürlich nur dieser schwere Schutzanzug. Ja, den ich Ihnen mal genauer an diesen beiden Modellen demonstrieren darf. So, mach mal die Kompressor an. Diese formschönen und gleitsamen Modelle, T114, geht so ein bisschen. So, lassen sich durch einen Kompressor beatmen, das heißt zeitlich unbegrenzte Arbeitszeit in der Reichweite der Schläuche, die in bis zu 50 Meter Länge. Auf die Krankheit. Krankheit! Krisenzeiten sind Sternstunden, in denen Posaunen den Menschen zurufen, ihr Schicksal neu zu gestalten. Das ist die Möglichkeit für Glück. Oh,